für die Wiedergeburt des Heimatlandes. Teil 1. Dieser Film wurde auf der Grundlage des Inhaltes von Kim Il-sungs Erinnerungen mit dem Jahrhundert Band 1 geschaffen. Kim Il-sung, Präsident der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik, sah sein ganzes Leben lang seinen Leitspruch darin, das Volk als das Höchste zu betrachten, und legte für das Schicksal des Landes und der Nation den schweren Weg durch erbitterte Kämpfe zur Wiedergeburt des Vaterlandes zurück. Er erinnerte sich tief bewegt an unvergessliche Tage der Geschichte. Von jungen Jahren an verbanden mich mein Weg und mein Geschick mit dem des Vaterlandes, teilte ich mit dem Volk Freud und Leid bis ins 80. Lebensjahr. Unvergesslich sind mir Freunde, wie vor allem die aus dem Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, die mich vor feindlichen Kugeln mit ihrem eigenen Körper schützten und für uns aufrecht lächelnd am Galgen starben. Sie alle fanden ihre letzten Ruhestätten am Fuße des Berges im fremden Land, ohne in das befreite Vaterland je zurückgekehrt zu sein. Die Generationen lösen sich ab und die Veteranen der Revolution gingen eine nach dem anderen von uns. Die junge Generation rückte in den Mittelpunkt unserer Revolution. Mir kam auch der Gedanke, dass ich dazu verpflichtet bin, ihr das zu vermitteln, wie die gefallenen Revolutionäre ihre Jugend für das Heute einsetzten. Dem Wunsch verleihe ich Ausdruck, dass meine Schriften der Nachwelt die Lehre und die Wahrheit vom Leben und Kampf überliefern. Dass man die ganze Welt gewinnen und stets siegreich sein wird, wenn man sich auf das Volk stützt und verlässt, und man stets Niederlagen erleidet, falls man sich vom Volk entfernt und von ihm dann allein gelassen wird. Meine Lebensbahn begann im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, in dem sich die Tragödie des nationalen Untergangs in der neuesten Geschichte Koreas am düstersten auftürmte. Mangyongdae ist ein Ort, der sich dank der Naturschönheit seiner Umgebung auszeichnet. Unsere Familie soll während der Zeit des Urgroßvaters Kim Ge-sang auf der Suche nach einer Existenzmöglichkeit von Chunsu Bezirk Nord-Sola in den Norden gezogen sein. Im Mangyongdae wurde sie zu Lebzeiten Kim Ung-us, meines Urgroßvaters, ansässig. Weil er in äußerster Armut lebte, erwarb er von Lee Pyeongtaek, einem Grundbesitzer in Pyongyang, nur ein Häuschen, mit der Abmachung, dass er die Gräber des Grundherrn pflegt. Er siedelte in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Mangyongdae um. Unsere Familie lebte in armen Verhältnissen, weil alle Angehörigen von Generation zu Generation Pachtbauern waren. Schon vor meiner Geburt wurde das Land eine ungeteilte Kolonie Japans. Die Herrschaftsgewalt des koreanischen Kaisers ging mit dem Vertrag über die Annexion Koreas durch Japan insgesamt zum Kaiser von Japan über, und das koreanische Volk wurde Sklave moderner Prägung, der nach Verordnungen des Generalgouverneurs handeln musste. Die Volksmassen waren außer sich vor Trauer und Empörung über den Raub der Staatsmacht. Auf Wiesen und unter den Dächern dieses Landes, wo das nächtliche Wehklagen gegen Japan noch nicht verhallt war, wählten zahlreiche treue Untertanen und Gelehrte, die von Wehmut und Zorn über den Untergang des Landes überwältigt waren, den Freitod. Selbst namenlose Bürger aus den niedrigsten Schichten klagten bitter über das Schicksal des zwischen Hammer und Amboss geratenen Staates
und antworteten mit dem Tod auf die schändliche Annexion Koreas durch Japan. Es wurde eine brutale Ordnung der Gendarmerie und Polizei errichtet. Sogar Lehrern allgemeiner Schulen wurde befohlen, einen mit goldenen Streifen versehenen Anzug zu tragen, sich vorschriftsmäßig eine Mütze aufzusetzen und mit dem Schwert an der Seite zu gehen, von den Polizisten und gewöhnlichen Zivilbeamten ganz zu schweigen. Die Großindustriellen Japans aus Genkaisei beförderten im Schatten solcher Gesetze wie des Gesetzes über Firmen und des Gesetzes über die Untersuchung die Schätze und Reichtümer unserer Heimat in ihr eigenes Land. Ich reiste bis jetzt in viele Orte der Welt und sah dabei etliche Länder, die früher Kolonien waren. Ich sah aber keinen so unbarmherzigen Imperialismus wie den japanischen, der eine andere Nation, selbst der Sprache und des Familiennamens, ja sogar des Metallgeschirrs beraubte. In der Periode, in der ich aufwuchs, wurde auch auf anderen Kontinenten ein erbitterter Konkurrenzkampf der Imperialisten um die Neuaufteilung der Kolonien geführt. Während die anderen mit Kriegsschiffen und Eisenbahnzügen kreuz und quer die Welt bereisten, waren die Feudalherrscher bei uns Jahrhunderte zurück. Sie setzten sich Rosserkappen auf und ritten auf Eseln. Dabei dichteten sie Verse und rezitierten. Als die aggressiven Kräfte im Osten und Westen mit Kriegsflotten über sie herfielen, stießen sie das bis dahin so hartnäckig verschlossene Tor des Isolationismus auf. Folglich schützte heute eine japanische Abteilung das Königsschloss, wenn die pro-japanische Gruppierung an Gewalt gewann. Morgen eskortierte eine russische Einheit den König, wenn die pro-russischen Kräfte überlegen waren. Und übermorgen überwachte eine Truppe der Qing-Dynastie den Königspalast, wenn die pro-chinesischen Kräfte in der Überzahl waren. So wurde die Königin eines Landes von einer ausländischen Terroristengruppe mit einem Schwert ermordet. Ein König wurde in einer ausländischen Gesandtschaft eingesperrt. Der leibliche Vater des Königs wurde entführt und ins Ausland verbannt. Auch der Schutz des Königsschlosses wurde einer ausländischen Truppeneinheit überlassen. Denn wer sollte dieses Land verteidigen und sich darum kümmern? Die Wogen der neuesten Geschichte, die Korea in den Niedergang hineinstürzten, drangen unbarmherzig auch in unsere Familie. Sie beugte sich jedoch nicht vor der Gefahr, sondern warf sich gemeinsam mit der Nation, weinend und lächelnd, ohne Scheu, in die Stürme hinein. Der Urgroßvater liebte leidenschaftlich sein Land und die Erde der Heimat. Das Piratenschiff General Sherman des USA-Imperialismus fuhr unter Geschütz und Gewehrfeuer den Fluss Taedong aufwärts. Als er davon hörte, dass die Piraten Hab und Gut der Stadtbewohner plünderten und Frauen vergewaltigten, eilte er mit anderen Dorfbewohnern und versenkte er sowohl das Schiff als auch die Besatzung. Er soll daran seinen Anteil gehabt haben. Mein Großvater war unermüdlich tätig, damit sich seine Kinder und Enkelkinder über Wasser halten konnten. In aller Herrgottsfrühe, wenn andere noch schliefen, ging er durchs Dorf und sammelte Mist. Nachts stellte er bei einem Ölkrügelchen, das als Lampe diente, Schuhe und Matten aus Stroh her. Mein Großvater sagte immer zu seinen Kindern, ohne Geld kann man leben, aber kaum ohne den Willen, Gutes zu tun. Genau dies war auch die Philosophie meiner Familie. Präsident Kim Il-sung erinnerte sich daran, dass seine Großmutter stets fleißig arbeitete und ihre Kinder zu einem beharrlichen und standhaften Leben erzog.
Eis schleppten Japaner bei schneidender Kälte mitten im tiefsten Winter meine Großmutter über Berge und Täler der Mandschurei und peinigten sie, damit ich mich unterwerfe. Meine Großmutter herrschte aber diese Gegner wie Untertanen an. Sie erwies sich einer standhaften Mutter und Großmutter eines Revolutionärs würdig. Die ganze Familie arbeitete zwar mit großem Eifer, hatte aber stets nicht einmal das Nötige an Nahrungsmitteln. Zu Mahlzeiten gab es nur Brei aus ungeschälter Mohrenhirse, der wegen seiner Rauheit kaum die Speiseröhre passieren wollte, was mir bis heute unvergessen geblieben ist. Meine Großmutter hatte keine Habgier, beneidete jedoch eine Familie in der Nachbarschaft ihrer Wanduhr wegen. Dies begann zu der Zeit, als mein Vater die Sungshil mit der Schule besuchte. Da es im Haus, wie gesagt, keine Uhr gab, war Großmutter bereits um Mitternacht mit der Zubereitung des Frühstückes fertig, lag dann aber stundenlang wach, weil sie nicht wusste, ob die Zeit zum Aufbruch zur Schule schon herangekommen war. Vom Herd aus schaute sie auf den östlichen Himmel. In einer solchen Morgenstunde befahl sie meiner Mutter: Du sollst in die Nachbarfamilie gehen und dich nach der Zeit erkundigen. Meine Mutter folgte ihrem Geheiß, konnte aber nicht in den Hof eintreten, da sie die Bewohner nicht so einfach aufwecken durfte. Sie kauerte hinter dem Zaun und wartete, bis die Wanduhr schlug. Dann eilte sie nach Hause und teilte der Großmutter die Zeit mit. Bis zur Befreiung des Landes hatte meine Familie keine solche Wanduhr, die sich die Großmutter so sehr wünschte. Mein Vater erzog mich unermüdlich, damit ich von klein auf eine zutiefst patriotische Gesinnung erwarb. In diesem Streben gab er mir den Namen Sung Tzu, dessen Sinn ist, dass ich eine Stütze des Landes werde. Seitdem ich von meinem Vater von der Geschichte des Untergangs unseres Landes gehört hatte, entschloss ich mich, das unbeschreibliche Elend zu überdauern und mein Leben der Wiedererlangung der Souveränität des Landes zu widmen. Während seines Besuches der Sungshil mit der Schule pflanzte mein Vater zusammen mit seinen zwei jüngeren Brüdern in der Umgebung unseres Hauses drei Espen an, ein Symbol der Brüder. Der Vater sagte an diesem Tag zu seinen jüngeren Brüdern, dass die Espe schnell wachse und auch seine Brüder sich wie sie rasch entwickeln, das Land unabhängig machen und dann gut leben sollten. Meine Mutter war als Ehefrau des ältesten Sohnes einer 12-köpfigen Familie stets viel in Anspruch genommen. Meine Mutter jätete tagsüber auf dem Feld und webte nachts Baumwollstoffe. Schon weil sie dem Revolutionär als Ehemann aufmerksam diente, war das ganze Leben meiner Mutter voller Mühsal, die über ihre Kraft ging. Mein Vater trat im Frühjahr 1911, dem nächsten Jahr nach dem Untergang des Landes, in die Sungshil-Mittelschule ein. Das monatliche Schulgeld an der Sungshil-Mittelschule soll damals 2 Won betragen haben. Meine Mutter sammelte sogar Muscheln aus dem Fluss Sunha, um diesen Betrag zu verdienen. Ich sehe auch jetzt hin und wieder im Traum die Gestalt meiner Mutter während jener Zeit. In der Folgezeit verließ mein Vater im Interesse der Revolution Mangyongdae und auch der jüngere Onkel Kim Hyung-gun schlug seinem ältesten Bruder folgend den Weg des Kampfes ein. Onkel Hyung-dok wurde wegen Beibehaltung seines Namens mehrmals von der Polizeidienststelle vorgeladen und geprügelt. Ein japanischer Scherge fragte ihn:
Du heißt von heute an nicht Kim Hyung-dok. Wie heißt du? Mein Onkel gab zur Antwort Kim Hyung-dok. Daraufhin erhielt er eine Ohrfeige. Sag es nochmal, wie heißt du? Der Onkel antwortete darauf unverändert Kim Hyung-dok. Der Onkel bekam wegen jeder Antwort Kim Hyung-dok eine Ohrfeige, ließ sich aber bis zuletzt nicht unterkriegen. Der Großvater lobte den Onkel. Zurzeit kämpft Sung-su gegen den japanischen Imperialismus. Das darf niemals geschehen, wenn wir auch deswegen erschlagen werden, unseren Namen einfach zu ändern. Vor meinem Geburtshaus standen mehrere Eschen, bei denen ich während meiner Kindheit oft mit Freunden spielte. Als ich nach 20 Jahren heimkehrte, sah ich jenen Baum davon nicht, der in der unmittelbaren Nähe unseres Hauses gestanden hatte. Der Großvater sagte, mein ältester Onkel hätte ihn gefällt. Damit hatte es, wie ich erfuhr, eine entsetzliche Bewandtnis. Während meines Kampfes in den Bergen überwachten die Schergen der Polizeidienststelle von Taepyeong abwechselnd das Haus. Im Sommer schien der Fuß dieses Baumes ihre Dienststelle zu sein. Sie saßen im Schatten des Baumes, beorderten, wenn sie sich langweilten, Dorfbewohner zur Vernehmung und veranstalteten Trinkgelage oder tobten sich vor dem Großvater und dem ältesten Onkel aus. Eines Tages dann fällte dieser sonst so tolerante Onkel mit der Axt in einem Atemzug den Baum. Der Großvater erzählte mir, dass ihm nicht in den Sinn gekommen sei, ihm davon abzuraten. Mein Großvater mütterlicherseits, Kang Dong-uk, war ein glühender Patriot und Pädagoge. Er errichtete in seinem Heimatdorf eine private Schule, bildete dort Kinder und Jugendliche aus. Sein ganzes Leben widmete er der Bildung der kommenden Generation und der Unabhängigkeitsbewegung. Auch der älteste Onkel mütterlicherseits, Kang Jin-suk, war ein Patriot, der schon jung zur Unabhängigkeitsbewegung Anschluss fand. All jene unserer Familie, die von den Großeltern Abschied nahmen und die Heimat verließen, entschlossen sich, erst nach der Unabhängigkeit des Landes zurückzukehren und gingen dann voller Schwung durch die 30 Pforte unseres Hauses. Von ihnen war ich jedoch der einzige Heimkehrer. Als ich nach der Befreiung des Landes heimkehrte, trat meine Großmutter durch die 30 Pforte, umarmte mich und sagte, »Wo hast du Vater und Mutter gelassen? Und warum bist du allein zurückgekommen? Wäre es denn schlecht, wenn du zusammen mit ihnen kämst?« Sie schlug mir gegen die Brust. Meine Großmutter blutete das Herz. Und in welchem Zustand war meine Seele, trat ich doch alleine durch die 30 Pforte meines Geburtshauses, ohne die sterblichen Überreste der Eltern mitgenommen zu haben. Sie blieben in der Ferne und Fremde, als einsam wandernder Geist. Seither dachte ich jedes Mal, wenn ich durch die 30 Pforte eines Fremdenhauses trat, wie viele Menschen durch sie gingen und wie viele von ihnen nicht heimkehren konnten. Alle 30 Pforten dieses Landes sind mit Geschichten des tränenerfüllten Abschieds umwoben, ebenso mit in Tränen erstickten Sehnsüchten nach Blutsverwandten, die nicht lebend heimkehren konnten, und mit tiefem Schmerz um den Verlust. Tausende, ja zehntausende Väter, Mütter und Geschwister dieses Landes opferten auf dem Altar der Wiedergeburt der Heimat ihr Leben. Unsere Nation benötigte 36 Jahre, bis sie durch ein Meer von Blut, Tränen und Seufzern sowie in Kugelhagel und Pulverdampf die Heimat wiedererlangte. Das waren 36 Jahre blutigen Kampfes, der uns teuer zu stehen kam. Doch wie könnte man sich die heutige Heimat vorstellen, hätte es solche blutigen Kämpfe und Opfer nicht gegeben?
Kim Il-sung erinnerte sich tief an die revolutionäre Tätigkeit des Vaters. Sein Vater sagte, wenn ich im Kampf für die Heimat und Nation falle, werden meine Söhne den Kampf fortsetzen. Wenn sie ihn nicht zu Ende führen, werden meine Enkelsöhne weiterkämpfen. Und so müssen wir auf jeden Fall die Unabhängigkeit des Landes erringen. Mein Vater sah im Zivun, also in der Aufforderung, sich hohe Ziele zu setzen, den Leitspruch seines ganzen Lebens. Der Vater sprach viel über die Notwendigkeit großer Ziele und seine Erzählungen waren kurzum die Geschichte des antijapanischen Kampfes unseres Volkes. Unser Korea zeichnete sich an und für sich durch eine starke Macht des Landes aus. In diesem Land wurde wegen der korrupten Politik der 500 Jahre währenden Ri-Dynastie in einem Tag Unglück beschieden. Die Freiwilligen riefen mit Speeren in den Händen zur Zerschlagung des Japans und zur Wiedererrichtung des Staates auf. Die Unabhängigkeitsarmee schoss mit Musketen die Feinde nieder, die in dieses Land eindrangen. Che Ikyun, auf die Insel Tsushima verschleppt, lehnte die Speisen des Feindes ab und opferte sich im Fasten für das Vaterland. Min Yonghan, Li Bumjin und Hong Bumsik und weitere treue Patrioten riefen durch Selbstmord zum Schutz des Staates auf. An Sung-gun erschoss auf dem Bahnhof Harbin Ito Hirobumi. Dabei rief er, es lebe die Unabhängigkeit, und bewies so den Mut der Koreaner. Di Zemyong erdolchte Di Wanyong. Der über 60 Jahre alte Kang Ugyu warf eine Bombe auf den Generalgouverneur Saito. Kim Il-sung erwähnte, dass zahlreiche Patrioten und glühende Kämpfer dieses Landes durch einzelnen Terror und den Ruf »Es lebe die Unabhängigkeit« kämpften und an das Gewissen der Menschheit und an die Gerechtigkeit der Welt appellierten, um den Untergang des Landes zu rächen und dabei im Gefängnis und am Galgen enden mussten. In seinen Erinnerungen schrieb er weiter nieder. Unsere Nation rief einst eine jammervolle Aktion ins Leben, die Bewegung um die Rückerstattung der Staatsanleihe. Die Staatsschuld gegenüber Japan betrug 13 Millionen Won. Um sie zu tilgen, hörten die Männer des ganzen Landes, sogar der Kaiser Kozong, mit dem Rauchen auf. Die Frauen sparten an Lebensmitteln und stellten Schmuck zur Verfügung. Es gab auch Mädchen, die ihre künftige Mitgift spendeten. Einfache Diener und Näherinnen in reichen Familien, sogar Krämer für Reiskuchen, Gemüse und Strohschuhe gaben freigebig ihre mühsam erarbeiteten Geldstücke. Unser Land konnte jedoch die Unabhängigkeit nicht bewahren. Es kommt darauf an, mit dem einmütigen Willen und Bestreben, das Land wieder zu erlangen, das ganze Volk des Landes dazu aufzurufen und Kräfte zu sammeln, die für die Niederwerfung des Feindes ausreichen. Wenn wir entschlossen sind, können wir Kräfte sammeln und den starken Feind zurückschlagen. Die Wiedererlangung der Staatsmacht ist erst dann möglich, wenn das Volk im ganzen Lande wachgerüttelt und dazu aufgerufen wird. Das geht jedoch nicht von heute auf morgen. Deshalb soll man sich hohe, weitreichende Ziele setzen. Eben diese Worte offenbarten das Credo meines Vaters zu weitreichenden Zielen, seine Ansicht zur Wiedergeburt der Heimat und sein Streben danach. Als der bewaffnete Kampf gegen Japan, den ich in 3 bis 4 Jahren zu beenden gedachte, später in einen langwierigen Kampf überging, kam mir erneut der Hinweis meines Vaters in den Sinn. Als ich nach der Befreiung des Landes die lang andauernde Tragödie der nationalen Spaltung in Nord und Süd erlebte, die einen entgegengesetzten Weg beschreiten,
flößte mir der tiefe Sinn seiner Worte von neuem Ehrfurcht ein. Sein mutiger Eintritt in die Sungsil-Mittelschule diente ebenfalls der Erreichung weitreichender Ziele. Unter seiner Leitung wurden an der Sungsil-Mittelschule ein Lesezirkel und ein Freundschaftsverein gegründet. Darin wurden die Schüler im Geiste des antijapanischen Gedankens erzogen. Sie organisierten sogar einen Schülerstreik gegen die unmenschliche Misshandlung und Ausbeutung seitens der Schulbehörde. Während seines Besuches der Mittelschule weilte der Vater in den Schulferien in vielen Gebieten der Bezirke Südpyongan, Nordpyongan und Fanghae, darunter in Anzu, Kangdong, Sunan und Uzu, klärte die Menschen auf und warb Genossen. Vater fuhr im Jahr 1916 während der Schulferien nach Jiandao. Es ist mir nicht bekannt, welch eine Verbindungslinie ihn dorthin gebracht hatte, aber er fuhr über Jiandao nach Shanghai und nahm auch Kontakte mit der nationalrevolutionären Gruppierung von Sun Wen, auch Sun Tsung San genannt, auf. Mein Vater bedauerte sehr, dass der von Kim Ok-jun geleitete Kapsin-Staatsstreich nur 3 Tage bestand. Er bezeichnete einige Programmpunkte der Reformpartei als fortschrittlich, darunter die Gleichheit der Menschenrechte, die Abschaffung der Standesunterschiede, die Beförderung der Talente und die Idee der Unabhängigkeit, die auf das Ende der Subordination gegenüber der Qing-Dynastie hindeutete. Eine der wesentlichen Ursachen dafür, dass der von Kim Ok-jun geleitete Staatsstreich nicht dem Schicksal des 3 Tage währenden Bestehens entgehen konnte, lag darin, dass die Reformisten nicht auf die Kräfte des Volkes bauten, sondern sich nur auf die des königlichen Hofes stützten, sagte mein Vater und meinte, dass man aus ihrem Misserfolg Lehren ziehen müsse. Nach der Rückkehr von Jiandao arbeitete er mit ganzer Seele an der Massenaufklärung und an der Gewinnung von Gleichgesinnten. Darüber vergaß er das Schlafen und Essen. Viele Teilnehmer der Unabhängigkeitsbewegung kamen in die Gemeinde Ponghua, um mit Vater zu sprechen. Er selbst reiste auf der Suche nach Gleichgesinnten oft in die Bezirke Süd- und Nordpyongan sowie Fanghae. Dabei bildete sich ein fester Kern von Patrioten und die Massenbasis einer Bewegung. Die Anstrengungen des Vaters für die Suche nach diesen einzelnen Genossen kann man kaum mit Worten beschreiben. Ging es um die Gewinnung eines Genossen, so schrak er nicht vor einer großen Entfernung zurück. Auf der Grundlage solcher Vorbereitungen gründete er am 23. März 1917 zusammen mit den patriotisch gesinnten Teilnehmern der Unabhängigkeitsbewegung in Hakdangol Pyongyangs die Nationale Liga Koreas. Die Nationale Liga Koreas war eine geheime Organisation, die zum Ziel hatte, die gesamte koreanische Nation zusammenzuschließen, aus eigener Kraft die Unabhängigkeit des Landes zu erringen und einen wahrhaft zivilisierten Staat zu schaffen. Sie war eine der größten illegalen Gruppierungen gegen Japan unter den Organisationen, die die Patrioten Koreas vor und nach dem Volksaufstand vom 1. März im In- und Ausland gegründet hatten.
Sie tarnte sich in der Folgezeit mit aller Konsequenz durch legale, angegliederte Verbände wie den Schul-, Grabstein- und Heimatverein. In ihr waren alle Klassen und Schichten vertreten, darunter Arbeiter, Bauern, Lehrer, Schüler und Studenten, Soldaten der Unabhängigkeitsarmee, Händler, Geistliche und Handwerker. Ihre Organisationen dehnten sich sogar aufs Ausland aus, vom Inland ganz zu schweigen. Kim Il-sung erinnerte sich daran, dass die Japaner im Herbst 1917 der Nationalen Liga Koreas auf die Spur kamen, über die Myungchin-Schule fielen und auf der Stelle seinen Vater verhafteten. Die Verhaftung des Vaters war, wie es war, Bewährungsprobe und Schmerz des ganzen Landes und der ganzen Nation. In Erinnerung an jene Zeit schrieb Kim Il-sung wie folgt: Herr Ho, der meinen Vater bis zur Fährstelle Maekjeon folgte, lief auf meine Mutter zu und teilte ihr Vaters heimlich an sie gerichtete Botschaft mit. Seiner Bitte entsprechend holte sie Geheimdokumente aus dem Dach und steckte sie ins Herdfeuer. Von dem Tag der Verhaftung des Vaters an kamen die Christen der Gemeinde Ponghwa in der Myungchin-Schule zum Morgengebet für seine Freilassung zusammen. Bürger von Pyongyang und im Gebiet Gangdong strömten in Massen ins Polizeiamt Pyongyangs und reichten Bittschriften ein, in denen sie seine Freilassung erbaten. Meine Begegnung mit dem Vater im Gefängnis war für mich ein großes Ereignis. Die Wunden am Leibe meines Vaters ließen mich das Wesen des japanischen Imperialismus, dem Teufel gleich, am eigenen Leibe fühlen. Diese Wunden gingen mir während der ganzen Zeit des revolutionären Kampfes gegen Japan keinen Augenblick aus dem Kopf. Der Schock, den ich bei meinem Besuch des Vaters bekam, hinterließ bis heute in meiner Seele eine tiefe Spur. Der Vater wurde im Herbst 1918 nach dem Ablauf seiner Strafe aus dem Gefängnis entlassen. Als er der Heimat den Rücken kehrte, hinterließ er das Gedicht »Grüne Kiefern auf dem Berg nahm«. Die Verse gaben sein festes Gelübnis wieder, seinen Kampf von Generation zu Generation unbeugsam fortzuführen und unbedingt den neuen Frühling der Unabhängigkeit zu bringen, selbst wenn seine Knochen zerbrochen werden und sein Leib zerrissen wird. Er begab sich nach Nordpyongan, ohne wieder richtig gesund zu sein, denn er hatte sich entschlossen, den zerstörten Organisationen der Nationalen Liga Koreas wieder zum Leben zu verhelfen. Kurz nach dem Fortgang des Vaters brach der Volksaufstand vom 1. März aus. Diese Massenerhebung war eine Explosion der aufgehäuften Wut und Entrüstung der koreanischen Nation, die unter der 10 Jahre langen brutalen Militärherrschaft des japanischen Imperialismus äußerst gedemütigt und misshandelt wurde. Alle Koreaner mit nationalem Gewissen beteiligten sich an dieser Erhebung. Dem Volksaufstand schlossen sich auch Frauen der bürgerlichen Familien an, die nicht einmal das Haus verlassen durften. Aber auch Gesellschafterinnen der öffentlichen Häuser, die als Gesindel unter den Gesindeln behandelt wurden. Der Aufstand erfasste alle 13 Bezirke des Landes, griff auf die Koreaner im Ausland wie in Mandschurei, Shanghai, Primorsky-Krai des fernen Ostens in Russland und in Hawaii über, sodass er in einen gesamtnationalen Widerstand überging.
Der Generalgouverneur Hasegawa setzte die in Gyeongsan stationierten Streitkräfte der 20. Division ein, um den Aufstand zu unterdrücken. Sie mordeten brutal die Demonstranten. An diesem Tag sah ich zum ersten Mal, wie Menschen Menschen töteten, und erlebte mit eigenen Augen das Blutvergießen unserer Nation. Viele glaubten, die Feinde würden ihren Willen ändern und abziehen, wenn einige Monate lang der Hochruf erschallt und eine gehobene Stimmung herrscht, was jedoch eine Wahnvorstellung war. Japan führte schon vor 400 Jahren den Krieg, um sich Korea einzuverleiben. Das nannte man Imjin-Krieg gegen Japan. Als Japan Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Meiji-Restauration den Weg der Zivilisation einschlug, entwickelten die dort herrschenden Kreise zuallererst die Theorie der Eroberung Koreas. Diese Theorie wurde damals wegen der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der politischen Kreise und des Militärs nicht in die Tat umgesetzt. Die Anhänger dieser Theorie jedoch stifteten einen Aufruhr und führten über ein halbes Jahr lang Bürgerkrieg. In Japan steht auch jetzt, wie man sagt, unversehrt die Bronzestatue Saigo Takamoris, des Anführers der Anhänger der Theorie der Eroberung Koreas, der den groß angelegten Aufruhr gegen die kaiserliche Regierung in die Wege leitete. Japan führte einen Krieg gegen die Qing-Dynastie, wie auch einen gegen Russland, um sich Koreas zu bemächtigen. Während des russisch-japanischen Krieges befehligte Nogi das Gefecht in Liushun. Bei der Einnahme der Höhe 203 erstürmten seine Einheiten diese Höhe mit Hilfe der Toten als Leiter. Im Ahnentempel auf dem Berg bei Yushan in Liushun wurde nur ein Teil der Gefallenen begraben, die über 25.000 zählen sollten. Mit vielen Opfern wurde der Krieg gewonnen, aber die anmaßend geplante Eroberung Sibiriens und der Mandschurei blieb aus. Japaner, die getäuscht und zu Witwen und Waisen wurden, fanden sich betrübt am Kai zusammen, als sie von dem Gerücht über die Rückkehr Nogis hörten. Sie wollten schreien, sollen aber dann geschwiegen haben, als sie auf Nogi blickten. Dieser hielt drei Behältnisse mit den sterblichen Überresten in den Armen. Nogi selbst verlor drei Söhne. Ich weiß nicht, wie weit diese Geschichte den Tatsachen entspricht. Klar ersichtlich ist jedoch, dass die japanischen Okkupanten Korea nicht freiwillig aufgeben würden. Die Personen aus der oberen Schicht, die den Aufstand vom 1. März anleiteten, vergaßen diese historische Lehre und formulierten den Charakter dieser Erhebung von Anfang an als nicht gewaltsam, beschränkten sich darauf, eine Unabhängigkeitserklärung auszuarbeiten und den Willen zur Erkämpfung der Unabhängigkeit dem In- und Ausland kundzutun. Sie wünschten einfach nicht, dass sich der Aufstand in einen Massenkampf verwandelt. Manche der Führer wollten die Unabhängigkeit Koreas sogar durch Bittgesuche herbeiführen. Als die Theorie der nationalen Selbstbestimmung Wilsons veröffentlicht wurde, hinge sie der absurd illusorischen Hoffnung an, dass die Unabhängigkeit Koreas auf der Friedenskonferenz in Paris mithilfe der Delegierten der dort vertretenen Staaten, darunter der USA, beschlossen werden könnte. Und sie leiteten eine Bittgesuchbewegung ein. Es stand je fest, dass der US-Imperialismus, der schon am Anfang des 20. Jahrhunderts durch den Katsura-Taft-Vertrag die Invasion Japans in Korea anerkannt hatte, die Unabhängigkeit Koreas nicht unterstützen würde. Der Präsident Kim Il-sung schrieb weiter: Die Führer der nationalen Bewegung suchten mit der Bittschrift um die Unabhängigkeit in der Hand, Seele der internationalen Konferenz und Unterkünfte der Vertreter der Großmächte auf und leiteten eine schändliche Bittgesuchbewegung ein. Die Geschichte kennt jedoch kein Beispiel,
das eine Großmacht Mitgefühl mit einem kleinen Land hatte und dem Volk eines schwachen Landes Freiheit und Unabhängigkeit schenkte. Das ist eine Wahrheit, die über viele Jahrhunderte und Generationen von der Geschichte bestätigt wurde. Kozong schickte wieder Geheimboten in die internationale Friedenskonferenz, erklärte die Gesetzwidrigkeit des Ulsa-Vertrages und wollte die Eigenstaatlichkeit durch einen Appell an Gerechtigkeit und Humanismus der Welt erhalten. Infolge der hartnäckigen Stürmmanöver der Vertreter verschiedener Staaten konnte das Schreiben des Kaisers keine Wirkung zeigen. Die erbarmungswürdigen Mühen der Emissäre misslangen auf Schritt und Tritt. Das Blut Dizuns, das den Saal der internationalen Friedenskonferenz rot färbte, warnte die Nachkommen überzeugend, dass die Unabhängigkeit des Landes nicht mithilfe anderer errungen werden könnte. Mein Vater begriff, dass es nicht so weitergehen darf. Er bestand auf einer Revolution der Volksmassen. Auf dem Treffen in Zhongsudong im Juli 1919 legte er die Richtlinie für die Umwandlung der nationalistischen Bewegung in die kommunistische dar. Sie ist sein weiteres Verdienst in der antijapanischen nationalen Befreiungsbewegung. Wir müssen wie in Russland eine Revolution der Volksmassen verwirklichen. Sie sollten sich mit dem Gewehr in der Hand zum Kampf gegen die Feinde erheben, das Land zurückerobern und eine neue Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung errichten. Das war seine Richtlinie für die Revolution der Besitzlosen, die mein Vater unter großer Mühe zog. In Verwirklichung dieser Richtlinie entsandte er dann Mitglieder der Nationalen Liga Koreas zu den Einheiten der Unabhängigkeitsarmee. Allseitig leitete er die Arbeit an, Waffen zu beschaffen, militärische Kader auszubilden und Kampfkraft der Armee zu erhöhen. Er wirkte voller Energie in Uzu, Changsung, Pyokdong, Zhosan, Zungang und in anderen Gebieten des Bezirkes Nordpyongan sowie in der Mandschurei, um dort die Organisationen der Nationalen Liga Koreas wiederherzustellen, Gleichgesinnte zu werben und die breiten Schichten der Massen zusammenzuschließen. Wir mussten häufig umziehen, weil mein Vater die Stützpunkte seiner Tätigkeit oft verlegte. Vater ging mit uns zusammen nach Zungang, wo sich Teilnehmer der Unabhängigkeitsbewegung ständig aufhielten, um dort eine Arztpraxis einzurichten und es zu einem Stützpunkt zu machen und so den antijapanischen Kampf noch aktiver zu entfalten. Wir waren im Wirtshaus Kangidaks untergebracht. Kangidak war unter dem Aushängeschild eines Herbergswirts als Zahnarzt und Fotograf tätig. Er spielte die Rolle eines Verbindungsmannes, der in Zungang die Organisationen der Nationalen Liga Koreas im Ausland mit meinem Vater verband, wenn der im Lande war, und die Organisationen dieser Liga im Inland mit meinem Vater, wenn dieser im Ausland weilte. In Zungang gab es auch Polizeiamt, Haftlokal und Gendarmerie-Korps. Dort wimmelte es von Japanern. Sie spielten sich auch in einer solch entlegenen Gegend als Heeren auf, während die Koreaner hier und dorthin flüchten mussten, weil sie in ihrer Heimat nicht leben konnten. Erst in Zungang begriff ich, dass ganz Korea nichts anderes war als ein Gefängnis. Die Japaner errichteten eine eigene Zone ihrer Siedler mit Schule, Kaufhäusern und Krankenhaus. Unter den Erinnerungen, die ich an Zungang bewahre, bleibt mir unvergesslich, dass ich im Ringkampf einen japanischen Jungen, der größer und dicker war als ich, durch einen Bauchgriff niederwarf. Ich pflegte damals japanischen Kindern, die koreanische Kinder quälten, eine Lehre zu erteilen. Für den Vater stand ich Wache, versorgte Teilnehmer der Unabhängigkeitsbewegung, die Herberge aufsuchten
und knüpfte geheime Verbindungen, indem ich unter anderem in Zhongshan und Zhongdong verkehrte. Vater stand über diese Herberge in Verbindung mit den Teilnehmern der Unabhängigkeitsbewegung im In- und Ausland. In dieser Zeit steigerte sich in Zhongshan die antijapanische Stimmung und es ereigneten sich überall Zwischenfälle wie die Verteilung von Flugblättern, Schülerstreiks und die Hinrichtung der schlimmsten Handlanger der Japaner. Die Feinde sahen alle Veränderungen in Zhongshan im Zusammenhang mit meinem Vater. Das Polizeiamt in Zhongshan registrierte auf eine Information aus dem Polizeiamt des Bezirkes Südpyongan hin meinen Vater in der Liste der rebellischen Koreaner, in der schwarzen Sonderliste der A-Gruppe und überwachte ihn. Wir mussten damals wieder mit dem Bündel in der Hand sogar das kalte, windige Nordende des Landes verlassen und über den Fluss in die Fremde auswandern. Der Weg, den wir von Zhongshan ausgingen, bedeutete für meine Mutter den letzten Schritt des Abschieds von der Heimat für immer. Mein jüngerer Bruder Zulzu konnte nach der Überquerung dieses Flusses ebenfalls nicht mehr in die Heimat zurückkehren. In seinem Leben erlebt der Mensch allerlei Kummer. Davon ist die Trauer um den Verlust des Landes und den Abschied vom Heimatland eines des Landes beraubten Sklaven am größten. Wie groß die Traurigkeit beim Abschied vom Heimatort auch sein mag, sie kann nicht mit dem Schmerz beim Abschied vom Vaterland verglichen werden. Wenn man den Heimatort mit der leiblichen Mutter und die fremde Gegend mit der Stiefmutter vergleicht, womit soll man dann ein fremdes Land vergleichen? Den herzzerreißenden Schmerz wegen der Trennung vom Vaterland musste ich jedoch für das Ziel des Vaters, der die Befreiung des Landes erstrebte, ganz im Stillen aushalten. Es war auch unmöglich geworden, in Linjiang zu bleiben. Wir waren gezwungen, im Ausland von einer Fremde in eine andere umzuziehen. Badago war wie auch Linjiang ein Grenzdorf am Fluss Amnok. Unser Haus lag unweit des Ortes, wo der Fluss Badaojiang in den Fluss Amnok einmündet. Vater hängte das Schild Kwangse Arztpraxis aus. Mein Vater lehrte mich unsere Schriften, Geografie, die Geschichte Koreas und erzählte mir oft über die Persönlichkeiten von Weltruf, darunter Lenin, Sun Wen und Washington. Er leitete systematisch meine Lektüre an. Es gab nicht wenige, die mit leeren Händen bzw. mit einer dürftigen Summe Geld zur Behandlung kamen. Jedes Mal, wenn sie um den Arzneipreis besorgt waren, sprach Vater ihnen Trost zu. Wenn sie mir etwas zahlen wollen, dann bitte erst nach Erreichung der Unabhängigkeit des Landes. Aber in nicht so ferner Zukunft wird der Tag kommen, an dem wir das Land wiedererlangt haben und wieder den Fluss Amnok überqueren werden. Kim Il-sung erinnerte sich tief bewegt an unvergessliche Tage, in denen sein Vater dem Volk das Credo der Wiedergeburt vermittelte und einen langen, beschwerlichen Weg zurücklegte. Eine der vom Vater viel besuchten Stätten war die Kirche in Pophyong. Diese Kirche wurde als eine Stätte genutzt, in der die Massen erzogen wurden und sich die Revolutionäre aus dem Vaterland zusammenfanden. Manchmal brachte er ihnen Lieder bei, indem er auf der Orgel spielte. Ich war auch oft mit Zulzu dabei und lernte vom Vater die Orgel spielen. Im Auftrag meines Vaters ging auch ich oft geheime Verbindungen knüpfen. Ich verkehrte am meisten in der Poststelle. Vater beauftragte mich, von dort Zeitungen wie Tonga Ilbo, Joseon Ilbo
sowie Zeitschriften und andere Publikationen, die in Korea herausgegeben wurden, abzuholen. Etwa zweimal in der Woche ging ich dorthin. Einmal lieferte ich Kleidung und Essen an patriotische Gefangene der Polizeidienststelle in Pohpyeong. Während unseres Aufenthalts in Pohpyeong erhielten wir viel Hilfe von Hong Jong-woo, einem Helfer der Gendarmerie. Er war ein Mensch, der unter dem Einfluss meines Vaters die Revolution unterstützte. Wenn er auch wegen seiner Laufbahn in der Vergangenheit missverstanden wurde, verschwieg er, was er getan hatte. Einige Jahre nach dem Ende des Vaterländischen Befreiungskrieges wurde Hong Jong-woo in Suncheon gefunden. Damals war er schon über 60. Trotzdem schickten wir ihn in die Bezirksschule zur Kaderausbildung. Er widmete seinen Lebensabend ganz der Entdeckung des historischen Erbes des revolutionären Wirkens meines Vaters. Kim Il-sung sagte, dass es für Menschen, die für Land und Nation mit klarem Verstand leben, nicht um Kleidung oder Schild geht, und stellte viele Menschen, die der Revolution halfen, heraus, damit das Volk und die Geschichte sie kennen.